Und als treue Phoenix-Zuschauerinnen und Zuschauer wissen Sie es natürlich. Wir berichten in dieser Woche wieder ausführlich aus dem Bundestag, Haushaltswoche. Und die hat für Sie Erhard Schärfer im Blick. Ja, vielen Dank. Und es ist ja nicht nur Haushaltswoche heute, jedenfalls der Schlusstag und die Schlussabstimmung dann gegen Mittag, ca. 12:30, 13 Uhr irgendwo in diesem Zeitraum, sondern es wird noch ein ganz wichtiges Gesetz beschlossen, gleich am Anfang, jedenfalls hier im Bundestag, nämlich das Bürgergeldgesetz, das ja zurückgekommen ist aus dem Vermittlungsausschuss und dann hier nochmal abgestimmt wird. Und dann geht es ganz zügig rüber in den Bundesrat und wird auch da nochmal abgestimmt, gilt mittlerweile als Formsache, aber hat ja doch einiges an Schlagzeilen ausgelöst. Gucken wir schnell auf den letzten Tag dieser Haushaltswoche und der beginnt in der Tat dann, wenn die Abstimmung zum Bürgergeldgesetz gelaufen ist, mit dem Einzelplan 09. Das ist der Etat des Bundesministers für Wirtschaft und Klimaschutz. Von den Zahlen her gar nicht mal so der größte, glaube ich, der achtgrößte Etat insgesamt. Gerade mal 3% des Gesamtetats macht dieser Haushalt aus und im Geld sind das 14,5 Milliarden. Aber er ist ganz wichtig, weil es um neue Technologien geht, um die Förderung beispielsweise von E-Mobilität, von Luft- und Raum, aber auch von Energie, Nachhaltigkeit und Klimaschutz. All da versucht das Bundesministerium ja anzuschieben zumindest und einiges auf den Weg zu bringen. Man könnte also sagen, dieses Ministerium hat die Zukunft im Blick. Man könnte aber auch sagen, es hat vor allem die Gegenwart im Moment zu bearbeiten, nämlich was die Energieversorgung und die Energiepreise angeht. Also viel Stoff hier zu diesem Thema und zu diesem Etat. Und wir wollen vorher schon ein bisschen drüber reden. Ich freue mich, dass da sind Sven-Christian Kindler, der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, aber natürlich mit Hintergrund Umwelt- und Klimaschutz. Und Ralf Lenkert ist bei uns, der diesen Einzelplan nun neu ganz ordentlich kennt, aber auch Sprecher ist für Energie- und Klimaschutz in der Fraktion Die Linke. Einen schönen guten Morgen Ihnen beiden. Herr Kindler, wie kann dieser Etat und wie will dieses Ministerium die Preise, die im Moment ja wirklich explodieren, quasi wieder unter Kontrolle bringen und wieder bezahlbar machen? Indem wir die Strom- und Gaspreisbremse jetzt einführen. Wir haben ja mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds 200 Milliarden Euro bereitgestellt. Das ist ein großer Abwehrschirm für unsere Volkswirtschaft, für die vielen Menschen, Unternehmen, vielen sozialen Einrichtungen, Vereine in diesem Land. Und wir werden die Strom- und Gaspreise für ein bestimmtes Niveau auch deckeln, damit eben Menschen eben und Unternehmen in diesem Winter Planungssicherheit haben. Das ist die aktuelle Reaktion darauf, an der ja schon eine ganze Weile auch gearbeitet wird und viele darauf warten, dass tatsächlich auch bald mal was passiert. Man kann das Ministerium perspektivisch leisten? Perspektivisch werden wir vor allen Dingen dafür sorgen, dass wir klimaneutral werden und dass wir mit erneuerbaren Energien wie Wind und Sonne, die uns keine Rechnung schicken, eben dann deutlich auch die Energiekosten runtersenken. Wir haben ja momentan eine fossilgetriebene Inflation, vor allen Dingen eine Inflation, die durch die hohen Gaspreise kommt und die Spekulation, die Russland noch zusätzlich anheizt. Das ist ein fossiles Problem und das müssen wir überwinden, auch wegen der Klimakrise. Und deswegen haben wir auch ganz zentral nicht nur im Einzelplan 09, sondern auch im großen Klima- und Transformationsfonds, wo ein Großteil der Gelder auch vom Wirtschafts- und Klimaminister Habeck bewirtschaftet werden, große Investitionen vor im Bereich des grünen Wasserstoffs, im Bereich der Gebäudesanierung, im Bereich des klimaneutralen Umbaus der Industrie. Wir haben Rekordinvestitionen in diesem Haushalt, insbesondere für Klimaschutz und Transformation. Und so wollen wir uns unabhängig machen, auch von fossilen Energien, aber auch von Autokraten, nicht nur aus Russland, auch überall auf der Welt. Vor allem auf den letzten Punkt kommen wir gleich nochmal, weil da ist ja ein Zwischenschritt nötig, irgendwie über eben fossile Energieträger. Das ist ja ganz spannend. Reden wir gleich nochmal ein bisschen über LNG und die Kosten für die Terminals. Herr Lenkert, wie sehr sind Sie überzeugt von dem Konzept, das Herr Kindler hier gerade erläutert hat? Es ist nicht ausreichend. Also es ist natürlich richtig, die erneuerbaren Energien auszubauen. Die Gas- und Strompreisbremsen sind aus unserer Sicht viel zu hoch. Aber wenn wir nicht das gesamte Strommarktdesign komplett ändern, wird man es nicht in den Griff kriegen. Also ein einfaches Beispiel. Nächstes Jahr werden 13 Milliarden Euro allein dafür benötigt, um den Stromhandel sicherzustellen zwischen Nord- und Süddeutschland. Die Europäische Union hat vorgeschlagen, Deutschland in zwei Stromhandelszonen zu trennen. Dann könnten wir uns diese 13 Milliarden sparen. Die müssten die Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. Sie werden jetzt aus dem Resten des Erneuerbaren Energienfonds genommen. Für nächstes Jahr. Übernächstes Jahr funktioniert es nicht. Das Merit-Order-System bei Strompreisen. Es ist doch Irrsinn, wenn ein Unternehmen eine Erzeugungstechnologie, die 10 Cent braucht für die Kilowattstunde Produktion mit Gewinn, dann vielleicht 18, im Moment sogar 25, 30 Cent bekommt, nur weil das Strommarktdesign so ist. Das muss man ändern. Das wäre dringend nötig, das zu unternehmen. Weil wenn das nicht geändert wird, so viel Strompreisbremsen kann kein Bundeshaushalt
finanzieren, die dann notwendig wären, um bezahlbare Energiekosten sicherzustellen. Merit Order müssen wir, glaube ich, mit einem Satz noch mal sagen, auch wenn es viele inzwischen natürlich wissen, ist irgendwie das Prinzip, dass im Grunde der am teuersten hergestellte Strom den Preis für alle anderen auch bestimmt. Was ist denn Ihr Konzept? Ja, also erstes Merit-Order-System muss sofort weg, beziehungsweise massiv überarbeitet werden, dass es eine Höchstgrenze gibt für jede Kraftwerksorte zum Einspeisen. Das Zweite ist, wir brauchen einheitliche Netzentgelte in der Bundesrepublik, die in Ausgleich über alle Ebenen, weil wir haben Unterschiede zwischen 15 Cent zwischen den höchsten und den niedrigsten Netzentgelten für Endverbraucherinnen und Verbraucher. Das ist nicht fair. Und gerade dort, wo erneuerbare Energien besonders stark ausgebaut sind, ist der Strompreis am höchsten. Marktwirtschaftlich irre. In Bayern, wo es kaum Strom gibt, ist der Strompreis am niedrigsten. In Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern ist der am höchsten. Der Endpreis für Strom, das muss geändert werden. Das wollen wir ändern. Und natürlich wollen wir auch noch insgesamt, ich sage es ganz deutlich, die Erpressbarkeit des Staates, der Gesellschaft durch das Privateigentum an Energieinfrastruktur, wie wir es eben bei Gazprom gesehen haben, muss überwunden werden. Wir müssen das vergesellschaften. Jetzt haben wir ziemlich viele Punkte, Herr Gindler. Ja, das Problem war fangen wir mit den Netzentgelten mal an. Wir können mit den Netzentgelten gerne anfangen. Wir können auch mit dem Strommarktdesign anfangen. Das Problem ist, wir müssen jetzt sehr, sehr kurzfristig unsere Volkswirtschaft und unser Energiesystem stabilisieren, das übrigens auch kein deutsches Energiesystem ist, sondern wir haben einen europäischen Strommarkt, wir haben ein europäisches Gasmarkt. Das heißt, wir müssen auch gucken, was wir kurzfristig hinbekommen. Und alle Expertinnen und Experten sagen, wir müssen an Strommarktdesign ran, ja, aber das geht nicht innerhalb von 2 Monaten. Dafür brauchen wir wahrscheinlich mehrere Jahre, weil es so komplex ist, weil es EU-Beihilferecht betrifft, weil es viele andere Länder auch in Europa mit beeinträchtigen und einbeziehen muss. Deswegen wollen wir da ran, aber man kann das so kurzfristig nicht machen, sondern man muss jetzt kurzfristig gucken, wie man die Preise runterbringt. Dafür haben wir die Strom- und Gaspreisbremse eingeführt. Zu Gazprom kann ich nur sagen, die Linke hat ja auch lange einfach auch an Nord Stream 1 und Nord Stream 2 festgehalten. Und Teile der Linken fordern immer noch, dass wir die Pipeline aus Russland wieder benutzen, so wie Klaus Ernst. Also von daher kann ich die Kritik nicht ganz nachvollziehen. Machen wir einen kleinen Exkurs zu Nord Stream 1, aber wirklich einen kleinen ganz kurzen Diskurs. Wir haben eindeutige Parteibeschlüsse und wir sind aber eine pluralistische Partei. Das heißt, bei uns darf jeder auch seine eigene Meinung äußern. Die Fraktion ist eindeutig, die Partei steht eindeutig. Nord Stream 2 ist technisch überflüssig gewesen. Jetzt ist es technisch nicht mehr einsetzbar. Es hätte genügend Leitung gegeben. Und im Übrigen, mit einer besseren Diversifizierung der Belieferung, wenn man zum Beispiel auch den Deckel für die Einspeisung von Biomethan endlich aufheben würde, könnten wir die Eigenversorgung auch erhöhen. Das heißt, es gäbe genügend Möglichkeiten, die Gasversorgung sicherzustellen, auch ohne diese Leitung. Deswegen haben wir auch diese Beschlüsse. Und dass einige natürlich immer laut schreien, das ist bei jeder Partei so. Sarah Wagenknecht und Klaus Ernst sind eben besonders laut, aber okay. Ein anderes Stichwort, das Herr Lenkert eben genannt hat, war Erpressbarkeit durch beispielsweise auch Länder, die, sagen wir mal, zumindest zweifelhafte Regierungssysteme haben. Das bahnt sich ja jetzt auch wieder rund um das Thema LNG dann nochmal an. Wie stehen Sie dazu? Also wir haben seit 2014 davon gewarnt, Nord Stream 2 in Betrieb zu nehmen. Wir hatten leider recht, weil wir uns erpressbar gemacht haben vom russischen Diktator. Wir haben aber auch schon lange gewarnt, dass wir uns von Öl, von Gas und von Kohle abhängig machen, wo vielfach die Ressourcen in diktatorischen oder autokratischen Regimen liegen. Deswegen haben die Grünen lange für die Energiewende gekämpft. Sie wurde lange blockiert, insbesondere von der CDU. Und deswegen machen wir es mit Höchstschritten daran, das zu beenden. Wir haben das größte Paket für erneuerbare Energien seit 20 Jahren vor der Sommerpause durch den Bundestag gebracht. Das hätte es ohne die Grünen dieser Regierung nicht gegeben. Und wir werden vor allen Dingen auch einen starken Schwerpunkt auf Energieeffizienz setzen, einen sehr ambitionierten Gesetz für Energieeffizienz. Und wir werden bei den Strom- und Gaspreisbremsen auch darauf achten, dass wir vor allen Dingen auch viel Gas und Strom auch einsparen, weil wir müssen eine gefährliche Gasmangellage in diesem Winter verhindern. Das können wir aber höchstwahrscheinlich. Aber wir müssen eben runterkommen mit der Energie, vor allem durch Effizienz. Zu LNG. Machen wir gleich. Ich habe meine Vorlage, deswegen muss ich mich entschuldigen. Ich muss es dann ein bisschen nach hinten verschieben. Ich habe das irgendwie etwas leichtfertig gerade nach vorne geschoben. Aber weil Sie gerade vom Thema Einsparungen reden, was ist der Stand der Dinge? Können Sie das sagen? Es war ja immer von 20% die Rede, dass sowohl Haushalte einsparen sollten, private als auch Unternehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr gehört, ob das tatsächlich funktioniert. Also ich habe mit Klaus Müller die Woche geredet. So, wir sind ungefähr bei Unternehmen jetzt bei Einsparungen bei ca. 25% Gas. Bei privaten Haushalten sehen wir sogar jetzt zum Stand jetzt
ca. 40% Einsparung bei Gas, also sehr große Erfolge, die wir erzielt haben. Wir müssen eben gucken, wie weit das eben auch diesen Winter nach durchträgt und wie das langfristige Effekte auch sind. Mhm. Weil ja auch klar ist, wir können nicht auf Dauer fossile Preise subventionieren. Also bei der Strom- und Gasausbremse subventionieren wir auch fossile Preise. Wir brauchen dafür auch Exit-Szenarien, weil wir nicht mehr billiges russisches Gas auf Dauer haben werden und dass es auch sinnvoll ist. Wegen der Klimakrise müssen wir gucken, dass wir mehr Energie einsparen und effizienter nutzen. Herr Lenkert, direkt dazu, wenn Sie mögen. Ja, also direkt dazu. Sicherlich müssen wir aus den Fossilen raus, aber parallel und eben auch um das finanzieren zu können und eben auch bessere Entlastungspakete finanzieren zu können, ist es zwingend erforderlich, dass man die Extragewinne der Konzerne ordentlich besteuert. Eine Übergewinnsteuer ist unerlässlich und die darf sich nicht nur auf den Energiesektor beschränken. Ein einfaches Beispiel: Kali und Salz hat seinen Umsatz im Geschäftsjahr mit 20% weniger kalkuliert, aber einen fünffachen Gewinn. Das heißt also Preissteigerungen auf ganzer Front, die durchgesetzt werden können, weil Mangel da ist. Und diese Übergewinne, die nicht mit Investitionen zu tun haben, nichts mit, ich sag mal, realer Arbeit, die müssen kassiert werden. Und dann haben wir auch genügend Mittel, um eine bessere Gaspreisbremse, um eine bessere Strompreisbremse zu bezahlen. Das ist ja geplant und das ist ja auch ein festes Vorhaben der Koalition. Aber nun lese ich dieser Tage, dass man sich da so zumindest sagen, dass einige Kommentatoren doch vergleichsweise genügsam zeigt, wenn man versucht, irgendwie mal gerade 1 Milliarde Euro dazu erheben auf diesem Weg. Na, wir werden ja Übergewinne gerade im Energiesektor abschöpfen. Das haben wir jetzt auch noch mal beschlossen im Bereich von Kohle, Atom, auch erneuerbaren Energien, wo einfach hohe Gewinne angefallen sind. Uns einfach nicht gerechtfertigt sind durch Investitionen. Das werden wir machen, um die Strompreisbremse zu finanzieren. Wir haben jetzt auch noch mal deutlich gemacht, dass wir auch im Bereich der Ölunternehmen und Mineralölwirtschaft das abschöpfen wollen. Das hätten, als wir das zuerst gefordert haben als Grüne, haben viele gesagt, das werdet ihr nie durchsetzen. Jetzt haben wir dafür einen wichtigen Schritt erzielt. Wir diskutieren in der Koalition noch über die genaue Ausgestaltung, aber das ist ein wichtiger Schritt für mehr Gerechtigkeit in dieser Krise. Jetzt kommen wir zum Thema LNG. Damit wir das noch hinkriegen, weil wir so dramatisch viel Zeit jetzt auch nicht mehr haben und weil ich es vorhin auch schon mal angesprochen habe, Sie können Ihre kurze Bemerkung noch machen, die Ihnen auf der Zunge liegt. Ja, also liegt auf der Zunge. Die meisten Übergewinne sind angefallen zwischen November, übrigens schon vor dem Krieg Russlands gegen die Ukraine, bis August, und die soll erst ab September eingeführt werden. Also insofern verzichtet die Regierung leider auf einen Großteil möglicher Einnahmen. Außerdem ist die Messungsgrundlage viel zu klein. Aber das wäre im Prinzip darüber ein diskutieren wir auch noch. Über die ganzen Fragen diskutieren wir in der Koalition auch noch. Dann sprechen wir da auch noch mal drüber bei der nächsten Gelegenheit. Die Kosten für Terminals für LNG kommen wir in dieser Woche hören, haben sich verdoppelt von ursprünglich mal um die 3 Milliarden Euro jetzt auf 6,5. Was ist denn da schiefgelaufen? Einerseits werden jetzt mehr Terminals für mobile LNG-Schiffe, es geht hier um FSRUs, also mobile LNG-Schiffe, werden mehr Terminals bereitgestellt von der Bundesregierung oder aber angefordert. Davon ist man doch vorher schon ausgegangen von dieser Anzahl. Nein, das ist eine Erhöhung gewesen. Wir sind jetzt bei 6 Schiffen, das ist nochmal eine Erhöhung. Die Laufzeiten werden zum Teil länger und trotzdem ist es so, dass die Weltmarktpreise explodieren. Und wir aber auch im Haushaltsausschuss gesagt haben, wir brauchen dafür ein Gesamtkonzept. Wir haben wie in vielen Bereichen auch hier Gelder zum Teil gesperrt. Und wir haben eingefordert, dass eben die Bundesregierung jetzt ein Gesamtkonzept für die LNG-Förderung von festen Terminals, von mobilen Terminals anschaffen muss, weil wir mehr Transparenz über Kosten und über die Kapazitäten und auch die Vereinbarkeit mit dem Klimaschutzgesetz brauchen. Ich habe gelesen, die Betriebskosten seien schuld und da nötige Infrastrukturmaßnahmen, an die man am Anfang nicht gedacht hat, was auch immer das im Detail heißt. Und dadurch sind die Kosten, haben sich hier verdoppelt. Es gibt, glaube ich, verschiedene Effekte. So, im Kern ist es natürlich so, dass wir bis an Februar überhaupt gar nicht über LNG nachgedacht haben in Deutschland, jetzt kurzfristig umsatteln müssen und gleichzeitig eben auch die Firmen in einer sehr günstigen Lage für sie sind, weil eben ganz viele Länder der Welt jetzt zusätzlich LNG beschaffen. Mhm. Auch das ist nachher fossiles Gas, auch da müssen wir rauskommen, auch das kann kurzfristig nur die Gasversorgung sichern. Wir müssen aufpassen, dass wir auch da mittelfristig keine fossilen neuen Abhängigkeiten schaffen. Mhm. Deswegen haben wir als Haushaltsausschuss auch gesagt, wir brauchen mehr Transparenz über die Kosten, über die Kapazitäten und über die Risiken dieser Projekte und haben da einen klaren Bericht der Bundesregierung angefordert. Diese neuen Abhängigkeiten ist genau das, was Sie befürchten, oder? Die befürchten wir und vor allen Dingen befürchten wir, dass eben eine fossile Infrastruktur auf Jahrzehnte festgelegt wird. Dass Lieferverträge eben über 20 Jahre abgeschlossen werden. Und wenn man natürlich ein LNG-Terminal festbaut, jetzt, ich meine das nicht die flexiblen, dann muss der natürlich über Jahre betrieben werden, damit das sich rechnet. Und diese Behauptung, man könne die Infrastruktur weiterverwenden, die stimmt einfach nicht. Okay, die Hafenanlage kann man weiterverwenden, die Anlegestelle, den Landstrom kann man weiterverwenden. Eventuell kann man noch die Leitung umrüsten auf Wasserstoff, aber alles, was Pumpen ist, Entspannungsanlagen, die ganze technische Equipment ist nicht nutzbar für andere Sachen. Es wäre klüger,
die festen Bauten sofort in Wasserstoff oder Ammoniak zu investieren, weil ansonsten sind die festen LNG-Terminals eine tote Investition, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Herr Kindler, das ist ja doch ein relativ harsches Urteil. Erstens wird das mitgeplant. Also wir müssen genau gucken bei Ammoniak und bei grünem Wasserstoff, dass das mitgeplant wird, gerade bei den festen Terminals. Die Frage ist aber, wie viel brauchen wir eigentlich auch davon, weil wir natürlich auch jetzt sehr viele mobile Schiffe auch haben. Und nochmal, kurzfristig sind wir unabhängig vom russischen Gas. Deswegen mussten wir auch andere Quellen kurzfristig für die Gasversorgung uns holen. Aber am Ende darf es nicht dazu führen, da bin ich mir mit Herrn Lenkert einig, dass wir in fossile Abhängigkeiten kommen, dass wir am Ende zu viel Geld bezahlen und dass wir den wichtigen Umbau auf grünen Wasserstoff, auf Ammoniak und auf erneuerbare Energien und vor allen Dingen auf Einsparung und Effizienz von Energie, dass wir das durch zu hohe Kosten und zu viel Kapazität kaputt machen. Darauf werden wir sehr genau achten im Parlament und im Haushaltsausschuss. Ganz kurz zum Abschluss, weil wir hier über Energiepreise geredet haben und auch die Versuche, die zu deckeln und für die Verbraucherinnen und Verbraucher einigermaßen erträglich zu halten. Was ist Ihre Prognose, Herr Lenkert, für die Entwicklung der Energiepreise in den nächsten 3, 4, 5 Monaten? Hängt davon ab, ob man die Spekulation bekämpft. Wenn man sie nicht bekämpft, werden sie auf dem hohen Niveau bleiben, auf dem sie jetzt sind. Dann reichen die Hilfspakete definitiv nicht. Okay. Dann braucht man eine Unterstützung, auch um die höheren Preise im gesamten Lebensmitteleinzelhandel überall abfangen zu können, durch die Inflation, eben auch durch Energiepreise verursacht. Und da wäre es unerlässlich, dass man für die kleinen und mittleren Einkommen eine monatliche Pauschalzahlung hinzunimmt, aus unserer Sicht von 75 Euro je Haushalt im Monat und 50 Euro je Person im Haushalt obendrauf. Damit könnte man die Härten endlich. Wir haben jetzt sehr viel die Menschen entlastet, mit höherem Kindergeld, mit einem höheren Wohngeld, höheren ALG-II-Bezügen. Wir haben Rentnerinnen, Studierende, Azubis unterstützt, das 49-Euro-Ticket eingeführt. Also die Bundesregierung macht sehr viel und diese Koalition für die Unterstützung von kleinen und mittleren Einkommen. Wir müssen leider Schluss machen, weil es geht nämlich gleich drinnen los und ich glaube nicht, dass Sie zu spät kommen wollen. Sagen Sie mir noch in einem Satz Ihre Prognose für die Energiepreise. In kurzen, wenn es geht. Im kurzen sehen wir, dass die Preise sinken und ich gehe davon aus, dass wir es hinbekommen werden, dass sie auch weiter sinken werden. Herr Lenkert, Herr Kindler, vielen Dank, dass Sie heute Morgen hier gewesen sind. Vielen Dank für das lebendige und aber auch trotzdem konstruktive Gespräch.